Wohin, Herr Graf? Nach Paris. Na, endlich! Ja. Paris. Ich habe schon bei der Bank National gedacht, Mensch, das ist wieder mal klasse. Keine Toten, nur dem Nachtwächter eins über den Schädel. Der ist übrigens schon wieder aus dem Krankenhaus. 140.000 Eier. Das ist ein großes Ding, was? Na, und dann der Tresor von diesem Millionär, während der nebenan eine Fete feiert. Das soll der Bande mal einer nachmachen. Am besten finde ich das Ding mit den Wettgeldern. Alles abgesperrt, unten alles zu. 40 Polypen. Und die Jungs oben rüber übers Dach und auch wieder raus. Es wurden über 80.000 Francs gestohlen. 83.179, Herr Graf. Als ich das gelesen habe, wusste ich, die Jungs sehen wir uns an. Wir haben übrigens lange schon nichts über Einbrüche geschrieben. Wie bitte? Ich meine, der Herr Graf haben in keinem seiner zuletzt erschienenen Werke geruht, der Kunst des Einbruchsdiebstahls seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ich geruhe auch jetzt nicht, lieber Johann. Und warum fahren wir dann nach Paris? Hast du keine Ahnung? Ah, diese beiden Schreiben, ja? Siehst du, das eine ist von einem Abwehroffizier namens Jonathan. Und das andere? Und gleichzeitig bittet mich Major Gorski um meinen Besuch. Merkwürdiger Zufall, nicht wahr? Gorski? Gorski? Ist das nicht der Militärattaché? Den man als Persona Donna Grazia in London vor die Tür gesetzt hat? Das lateinische Wort ist weniger krass, aber in seiner Bedeutung ist es deinem Ausdruck adäquat. Und woher kennen wir Jonasson? Ich hatte in New York nicht geglaubt, dass wir uns hier so bald wiedersehen würden, Graf. Aber ich wusste, dass wir im Ernstfall mit Ihnen rechnen können. Ja, das muss schon sehr ernst sein, wenn die höchstgeheime Abwehr einen Laien zu sich bittet. Laie ist gut. Aber ich brauche Sie wirklich als verdammten Zivilisten, Graf. Ja, da möchte ich vorausschicken können, dass ich grundsätzlich kein Freund Ihres Metiers bin. Oh, ist das Aufregendste der Welt. Ich suche nicht die Aufregung, Colonel. Ich analysiere das Verbrechen. Wo immer ich es finde. Dann hören Sie zu. Wir haben einen neuen Raketentreibstoff gefunden. Um ein Vielfaches kräftiger als alles bisher Bekannte. Wissen Sie, was das heißt? Kontrolle des Weltraums. Und was Sie mehr interessieren wird, vollkommene militärische Kontrolle der Erde. Man hat eine Probe des Zeugs aus unserem hiesigen Labor gestohlen. Und analysiert? Dazu braucht man große Laboratorien. Nein, nein, Sie müssen den Stoff erst in Ihr Land schaffen. Und das dürfte noch nicht passiert sein. Die Probe ist hier. In Paris. Und wir haben einen der Diebe. Es ist Ihr bester Mann. Alexander Naschew. Ich sagte, der Beste. Jessica Schilarow. Was? Die sagenhafte Jessica? Sie hat ganzen Rudeln unserer Wissenschaftler den Kopf verdreht, bis sie wusste, wo wir den Treibstoff entwickeln. Dann hat sie sich eine Probe geholt. Das klingt sehr einfach. Sie müssen einen Schneidbrenner haben, gegen den alle bisherigen Feuerzeuge sind. Jessica war also nicht allein? Nein. Wir kamen 160 Sekunden nach Einsetzen der Alarmanlage an, konnten sie gerade noch an der Flucht hindern. Aber den anderen haben wir nicht mehr erwischt. Den mit dem Treibstoff. Sie haben Jessica? Das gibt's doch nicht. Doch. Und sie dürfte einiges wert sein. Ich will sie eintauschen. Gegen den Treibstoff. Sie glauben, dass man darauf eingeht? Bin davon überzeugt. Könnten Sie mir dann sagen, welche Rolle Sie mir in dieser heiklen Angelegenheit zugedacht haben? Sie sollen über den Austausch verhandeln. Ich sagte Ihnen doch schon, dass mir Ihr Metier zuwider ist. Vielleicht gibt sich das, wenn Sie meine Kollegin Jessica kennenlernen. Na, Madame? Oh, Verzeihung. Ich habe Ihr Kommen gar nicht bemerkt. Ich war in den Anblick der Schwalben versunken. Wie Pfeile fliegen sie durch die Luft. Man denkt, sie zerschmettern an der Kerkermauer. Doch dann wenden sie schnell. Vielleicht sind sie ein Symbol meiner Existenz. Glauben Sie nicht auch, Graf Josta? Sie kennen mich, Madame. Ich hatte das Vergnügen. Das ausgesprochene Vergnügen. Ich kann mich nicht erinnern, Madame. Damals hatte ich einen anderen Namen und sah auch etwas anders aus. Trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie nicht wiedererkenne, wenn ich sie einmal gekannt hätte. Gleich unter welcher Maske? Ich maskiere mich nicht. Ich verwandle mich, Graf. Weiter nichts. Sie hätten Schauspielerin werden sollen, Madame.
Ich spiele sehr gern, wenn es schwierig ist und gefährlich. Ja, um Ihr Leben. Glauben Sie, dass man den Treibstoff wieder rausrückt, wenn ich Sie freigebe? Ja, das wäre möglich. Wenn der berühmte Graf Joster die Verhandlungen führt über diesen ungleichen Tausch, sind die Aussichten sehr günstig. Nicht wahr? Das ist Ihre Mission. Der hat abgelehnt. Er hat seine Meinung geändert. Sie sind eine gute Menschenkennerin, Madame. Sagen wir, ich bin eine Kennerin. Ich hoffe, Graf, wir sehen uns wieder. Vielleicht an einem hübschen Ort. Es wird mir ein Vergnügen sein. Ich verspreche es Ihnen. Übermorgen geht eine Kuriermaschine. Man wird die Probe im Diplomatengepäck hinausbringen und analysieren lassen. Und damit haben wir verspielt. Jessica allerdings auch. Aber Sie haben mir ja versprochen. Warum bittet man in diesem für seine Diplomatie so berühmten Land eigentlich mich um diesen Dienst? Wir brauchen jemanden Neutralen. Zudem sind wir selbst nur Gäste in Frankreich. Wir müssen jedes Aufsehen vermeiden. Ich verstehe. Im Übrigen würde er den Franzosen gegenüber nie zugeben, dass er das Zeug hat. Wer eigentlich? Gorski, der Militärattaché. Ach, das trifft dich gut. Wieso? Ist ein alter Bekannter von mir. Ich wollte ihn gerade aussuchen. Na, sehen Sie. Ich wusste doch, dass Sie der richtige Mann sind. Ich wäre da nicht so sicher, Kölner. Diese Leute sind Freunde von dir, Johann. Ja, mit dem Jacques habe ich immerhin eine ganze Zeit zusammen gewohnt. War gar nicht so dumm, der Jacques. Immer Küchendienst und so. Von oben musst du einsteigen, hat er immer gesagt. Sich raufarbeiten nützt gar nichts, nur von oben geht's. Na, und als ich jetzt gelesen habe, wie die übers Dach in die Spielbank, da ging mir gleich ein Licht auf. Ich habe soeben von Leuten gehört, gegen die deine Freunde kaum konkurrenzfähig sein dürften. Na, das sehe ich mir an. Wenn du dazu kommst. Die besagten Herrschaften pflegen sich nämlich immer nur 160 Sekunden am Einsatzort aufzuhalten. Ja, wenn sie einer alten Frau die Rente klauen. Nein, wenn sie in einem Forschungslabor den Tresor ausräumen, Johann. Schreiben wir jetzt eigentlich Märchen, Herr Graf? Sie arbeiten mit einem Schneidbrenner, gegen den die bekannten Modelle Feuerzeuge sind, um mit Colonel Jonathan zu sprechen. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage. Tja, dann schon. Mensch, das wäre ein Ding für einen Poldl. Mit sowas knackt er die Bank von England. Das wäre weniger in meinem Interesse. Ich habe nämlich Konten dort. Aber im Prinzip bist du auf der richtigen Spur. Wieso? Oh, ich vergaß dir zu sagen, dass ich zur Botschaft muss. Ach, Sie meinen, die Jungs sollten in der Botschaft? Das ist es, was uns interessiert. Ich meine gar nichts, Johann. Monsieur Gorski erwartet. Graf Joster. Major. Danke. Sie baten um einen Besuch? Nicht eigentlich, Graf. Eine Dame bat mich in Ihrem Namen, um Ihre Hilfe zu bitten. Ich glaube, ich hatte schon das Vergnügen, die Dame zu sprechen. Sie arbeiten schneller, als ich dachte, Graf. Ich komme gerade von Jonasson, der die gleichen Probleme hat wie Sie. Und hofft, dass durch einen Austausch der Werte eine Lösung zu finden sei. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Morgen geht eine Kuriermaschine in meine Heimat. Entweder fliegt Jessica mit ihr oder... Die Flasche mit dem Treibstoff, ich verstehe. Ich erwarte Colonel Jonathan am Flugplatz. Ich werde auch dort sein. Und sei es nur, um Madame Jessica zu verabschieden. Sie wird sich freuen. All mein Heil hab ich von dir bekommen. All mein Heil, das such ich nur bei dir. Oh, mein Heil hab ich von dir bekommen. Oh, mein Heil, such ich nur bei dir. Denn die Sünd hast du von mir genommen. Denn die Sünd. Guten Tag, mein Herr. Darf ich Ihnen vielleicht... Das darf doch nicht wahr sein. Mensch, Johnny, alter Knastenjunge, lass dich umarmen. Meine Herrschaften, ich bin ein großer Bewunderer Ihres hohen Ziels und des Fleißes, mit dem Sie es verfolgen. Nein, wirklich. Die Verkleidung ist klasse. Heilsarmee, Schwester, ehrbarer geht's nicht. Darf ich Sie zu einer kleinen Stärkung einladen? Kommt, Jungs, das wird gefeiert. Ihr auch. Das ist ein Wort. Irgendetwas an der Sache ist faul. Also ich würde doch den Treibstoff nicht für 10 Jessicas rausgeben. Und wenn er ihn hergibt, dann muss sie verdammt viel wissen. Naja,
wird schon noch erfahren. Und wie? Ich denke, die Dame fliegt morgen nach Hause. Sie müssen mir schon glauben, dass ich mein Handwerk verstehe, Graf. Ich fürchte, Sie verstehen es zu gut, Colonel. Ich lege Wert darauf, dass die Angelegenheiten, mit denen ich zu tun habe, sauber abgewickelt werden. Ich lege sehr großen Wert darauf, Colonel. Sie können ja mit zum Flugplatz kommen. Das werde ich tun. Kriegen wir euer Wiedersehen. Prost, Freunde. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. So ein paar Jahre Knast verbinden. Sag mal, stimmt es, dass du mit diesem Marquis zusammenarbeitest? Diesem, wie heißt er doch gleich? Jurik? Nein, Joster. Und er ist nicht Marquis, sondern Graf. Ach so. Ja. Yvonne hat mir davon erzählt. Und noch mehr gezwitschert. Wieso? Das heißt, du schreibst die Dinge und er poliert sie nur wegen dem Französisch. Wir schreiben Deutsch. Ist ja auch wurscht. Aber stimmt es, dass du alles zusammenspinnst? Der Graf und ich haben unsere besondere Arbeitsmethode. Ich möchte mich dazu jetzt nicht detailliert äußern. Oh, eine schöne Spreche, die du da hast. War also nicht umsonst dein Posten an der Anstaltsbibliothek. Ja, ohne eine gewisse Bildung kommt man heutzutage nicht aus, besonders auf literarischem Gebiet. Und der Rolls-Royce gehört dir? Ja, ich fahre ihn immer. Donnerwetter. Dich wollte ich schon immer fragen, wie habt ihr diese Dinger gedreht, so eins nach dem anderen. Wirklich klasse. Danke. Ja, es ist bei uns so. Wir Theoretiker sehen uns immer wieder nach der Praxis zurück. Wenn du mal wieder einsteigen willst? Nein, im Moment nicht. Vorerst möchte ich euch nur einen Tipp geben. Der schwache Punkt eurer Methode ist nämlich Poldels Arbeitszeit. Wenn ich mich recht erinnere, brauchtest du beim letzten Mal 46 Minuten. Das war beim vorletzten Mal. Jetzt schaffe ich es in 42 und komme noch weiter runter. In 160 Sekunden. Was? Es gibt Leute, die brauchen nur 160 Sekunden. Für einen Pappkarton? Nein, für einen Panzerschrank. Willst du mich hochnehmen? Es gibt einen neuen Schneidbrenner, gegen den die alten, herkömmlichen Modelle wie Feuerzeuge sind. Ohne ein solches Gerät seid ihr auf die Dauer nicht konkurrenzfähig. Und du hast so ein Ding? Ich könnte es vielleicht beschaffen. Also jedes Mal hängst du mit 10% drin und mit 20, wenn das Ding wirklich so gut ist. Ihr verkennt meine Absicht. Dem Dichter geht es einzig darum, etwas Vollkommenes zu schaffen. Ihr hört entweder von mir oder vom Grafen Jost. Ich glaube, ich könnte die Jungs dazu kriegen, das Ding mit der Botschaft zu drehen. Ich meine, wenn ich ihnen den Knacker besorgen würde. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Johann. Sie sagten doch, dass Jacques mit seinen Mitarbeitern für Sie etwas aus der Botschaft holen sollte, ja? Was? Johann, ich sollte so etwas gesagt haben? Ach ja, ja. Ich erinnere mich, ich sprach von einem Schneidbrenner von unerhörter Effektivität, der nach Colonel Jonathans Meinung sich im Keller der Botschaft befindet. Ach so, ich dachte, wir sollten mit dem Knacker rein in die Botschaft. Nun, ein Husarenstück wäre es schon, wenn jemand den Schneidbrenner im Keller der Botschaft stehlen würde und mit dem eben unten gestohlenen Werkzeug in den oberen Räumen einen Tresor aufbrechen würde. Aber solche Späße gibt es ja nur in der dichterischen Fantasie. Die Realität, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Ich meine, man könnte der Realität ja auch auf die Sprünge helfen. Ich meine, es muss einem ja nur gesagt werden. Nein, es wäre doch besser, wenn derlei Dinge nicht vorkommen. Och, schade. In dem bewussten Tresor befindet sich übrigens ein Bleifläschchen. Und es wäre unausdenkbar, wenn es in die Hände von Ganoven fiele. Es ist übrigens 20 Zentimeter hoch, dieses Bleifläschchen. So sieht es aus. Ach ja. Okay, Boss. Ich meine, pardon, sehr wohl, Herr Graf. Würdest du mich hier aussteigen lassen? Soll ich hier warten? Ich glaube, du hast zu tun. Wen bewachen denn die Gorillas da drüben? Eine sehr wertvolle Dame. Für diesen Logiewechsel. Das war doch selbstverständlich. Ich bin umso mehr erfreut darüber, als es mir ein Zeichen zu sein scheint für den Erfolg Ihrer diplomatischen Bemühungen. Hat Ihnen Colonel Jonathan nichts darüber berichtet? Jonathan? Von ihm erfahre ich kein Wort. Er ist sehr barsch zu mir. Dann darf ich Ihnen sagen, dass meine Verhandlungen mit Ihrem Militärattaché
sehr leicht waren. Zu leicht. Entweder schätzt er sie so sehr, dass sein objektives Denken aussetzt, oder... Er kann mich nicht ausstehen. Also? Sie wissen es. Er hat einen Trick im Ärmel. Für den Sie bezahlen müssen, wenn Jonathan ihn durchschaut. Eine Frage. Sie halten Jonathan für fair, Graf? Wenn ich ehrlich bin, nein. Darauf setze ich meine Hoffnung. Ich verstehe. Sie meinen, dass zwei Betrüger einen ehrlichen Handel ergeben. Habe ich recht? Ich meine, dass ich es nicht gewohnt bin, das Spiel aus der Hand zu geben, wenn ich schon einmal die Karten gemischt habe. Jonathan weiß das. Was ich noch fragen wollte. Wie soll man Gorski behandeln? Vielleicht muss man ihn darauf aufmerksam machen, dass ich viele Freunde habe. Sehr einflussreiche Freunde, die bestimmt nach dem Preis fragen würden, den er für den Treibstoff bezahlte. Das werde ich tun. Außerdem ist noch ein Joker im Spiel, mit dem weder Jonathan noch Gorski rechnen. Ich weiß. Sie, Graf Joster? Sie irren. Er heißt Johann. Und da wir gerade bei Namen sind, wollen Sie mir nicht sagen, unter welchem Namen ich Sie gekannt habe? Sie wissen noch nicht, wer ich bin und tun so viel für mich. Ich will Ihnen helfen. Ich war noch sehr jung damals. Hm? Am Flughafen sage ich's dir. Danke. Die Sache mit der Botschaft stinkt mir sowieso. Wenn wir den Knacker haben, zischen wir ab. Ich verstehe dich nicht. Wenn ich als Kind ein neues Spielzeug hatte, wollte ich es immer gleich ausprobieren, sonst war der Spaß weg. Was sagst du, Poddel? Was ist denn drin im Schrank? Ein kleines Fläschchen, etwa 20 Zentimeter hoch. Platin? Nein, Blei. Für euch völlig wertlos. Ach, und für dich? Nun mach mal einen Punkt. Nur wenn Bargeld rausspringt. Ich kann jetzt nicht. Also hör mal. Da musst du wohl erst deinen Grafen fragen. 100.000 kannst du haben. Da frage ich niemanden. Wann? Sobald ich das Fläschchen habe. Okay. Nun gut, es freut mich, dass Colonel Jonathan so vernünftig ist. Und ich bin glücklich, Jessica wieder zu haben. Das kann ich verstehen. Zu den Einzelheiten. Um 20.45 Uhr geht unsere Kuriermaschine. Falls Colonel Jonathan sich militant zu gebärden beabsichtigt, es werden einige Männer dort sein, die auf mich Acht zu geben gelernt haben. Davon bin ich überzeugt. Ja, da hätte ich noch eine kleine Bitte. Ich hatte einige Auslagen. Sie verstehen? Ich verstehe. Was ist Ihr Honorar? Nein, ich sagte Ihnen doch schon, es handelt sich nicht um ein Honorar, sondern um die Vergütung von Auslagen. Wenn ich Sie im Moment bitten dürfte, vielleicht die Summe hier zu hinterlegen, mein Diener würde Sie dann morgen früh abholen. Sie können das Geld sofort... Nein, es genügt, wenn sie hier liegt. Welche Summe nannten Sie noch? Ja. 100.000 Dollar werden reichen. Es wird Ärger geben, Herr Graf. Wieso? Als ich den Jungs sagte, dass es sich um eine Botschaft handelt, haben sie 100.000 in bar verlangt und ich habe ihnen das Ehrenwort des Herrn Grafen gegeben, dass sie den Zaster bekommen. Das Geld liegt bereits im Tresor. 100.000 Franc? 100.000 Dollar. Glauben Sie, wir brauchen ihn? Ja, ganz bestimmt sogar. Yeah.
Johannes Lörm. Ich hoffe, sie sagt Ihnen, dass ihr nichts geschehen ist. Das hat mir Graf Joster schon garantiert. Graf, ich möchte Ihnen übrigens nochmals danken. Alles zu seiner Zeit. Meine ich auch. Major. Also, da ist Jessica. Und hier ist der Preis. Was ist mit Jessica, Jonasson? Sie wird uns Gesellschaft leisten, bis wir den Inhalt des Fläschchens untersucht haben. Es sieht dem Gestohlenen zwar sehr ähnlich, aber woher soll ich wissen, ob dasselbe drin ist? Mit Ihnen rede ich nicht. Aber dass Sie auch ein Lump sind, das ist mir neu. Sie sind schon zum zweiten Male voreilig, Major. Ach. Ich erfahre soeben durch meinen Diener von einem Verbrechen, das ich zutiefst verurteile. Eine Diebesbande, die in letzter Zeit von sich reden macht, hat die Frechheit gehabt, in ihre Botschaft einzubrechen, Major. Sie soll 100.000 Dollar erbeutet haben. Mein Diener, der zufällig von diesem Einbruch erfuhr, hat versucht, die Gangster zu verfolgen, hat ihnen aber die Beute nicht mehr abnehmen können. Allerdings einige Gegenstände, die die Bande für wertlos hielt und wegwarf, konnte er sicherstellen. Darunter diese Flasche. Nein, Sie brauchen den Inhalt nicht zu untersuchen, Kölner. Ich würde Ihnen diese Flasche ja zu gerne geben, dass sie zweifellos Ihnen gehört. Vielleicht haben Sie jetzt die Liebenswürdigkeit und bringen Madame Jessica ins Flugzeug. Sind Sie wahnsinnig? Geben Sie sofort die Flasche her. Was sagen Sie zu meinem Vorschlag? Ich finde ihn fair. Also? Sie sind ein Idiot, Joster. Ein alter Idiot mit veralteten Ehrbegriffen. Sie haben vergessen, sich bei mir zu bedanken, Kölner. Das Flugzeug wartet nur noch auf Madame Jessica. Oder auf den Treibstoff. Gut. Sie haben gewonnen. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, Kölner, dass ich Ihr Metier nicht liebe. Wenn ich mich trotzdem darauf einlasse, so müssen Sie mir schon gestatten, dass ich es auf meine Weise tue. Haben Sie mal früher was mit ihr gehabt? Wie bitte? Pardon, ich wollte fragen, ob Sie die Jessica früher mal gut gekannt haben. Ich habe einmal ein Mädchen gekannt. Namens Milena. Ein argloses Ding ist lange her. Nach Hause, Johann. Ich möchte alte Briefe lesen. Diese Vermutung stammt. Der Brief mit der Morgenpost. Aber Johann... Also was diese kleine Luise ist, ja? Das Stubenmädchen von Direktor Ferrand. Nun,
Wenn die einen Brief an uns einwirft, dann macht sie manchmal einen kleinen schwarzen Punkt unter den Absender. Da muss man noch ein Auge drauf werfen. Und was bedeutet der Punkt? Herr Graf, man ist ja schließlich Kavalier, ich bitte Sie. Du musst mir schon erlauben, mich nach dunklen Punkten zu erkundigen. Ich glaube, sie spielen in meiner neuen Geschichte eine große Rolle. Erpressungen? Leider. Und zwar mit gewissen Fotografien. Offenbar eine glänzend getarnte Organisation, wenn du vielleicht irgendwelche Beziehungen hast zu dieser. Bitte nicht, Herr Graf, ich kann Schröpfköpfe auf den Tod nicht ausstehen. Auch nicht, wenn sie für ihre Zwecke das zarte Geschlecht bemühen? Oh la la, also Fotos von verheirateten Schäfern beim Lämpchenhüten, ja. Eine hübsche und gut dressierte Lämmerherde, deren Hirten ich gerne kennenlernen würde. Ja, wenn das so ist, dann würde ich sagen, dann gute Nacht, Luise. Da ich gerade ihren Herrn treffe, soll ich nicht einen Gruß von dir bestellen lassen? Glauben Sie mir, lieber Graf, ich habe keine Ahnung, wann und wo dieses infame Bild aufgenommen worden ist. Und diese Dame? Kommt mir zwar bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Sind Sie sicher, Ferron, dass Ihnen nie eine so delikate Situation unterlaufen ist? Man vergisst sowas. Ich bin mir vollkommen sicher. Ich liebe doch meine Frau. Und ich schwöre Ihnen, ich würde niemals... Ich hätte Ihnen auch so geglaubt, Ferron. Dieser Typ war nie Ihr Geschmack. Warum wenden Sie sich nicht an die Polizei? Aber ich bitte Sie, ich stehe vor meiner Ernennung zum Generaldirektor, Graf. Ein Skandal würde mich ruinieren. Deshalb haben Sie immer stillschweigend bezahlt. Nun ja, die Summe war akzeptabel. Nur leider, lieber Graf, bald werden Sie mehr verlangen. Ja, äußern Sie sich unbesorgt, lieber Freund. Ich habe erfahren, dass man mehr als Geld von mir erwartet. Gewisse Entscheidungen bei den Montbert-Werken. Ein ganz neuer Aspekt. Werden Sie mir helfen? Die Sache fängt an, mich zu interessieren. Sag bloß, du bist per Zufall hier reingekommen, Mops. Nein, die Soro-Oma hat mir den Tipp gegeben. Der habe ich nichts mehr zu schaffen. Was willst du denn hier? Bloß mal hören, wie du wieder Mops zu mir sagst. Oh. Alte Brötchen aufwärmen? Du bist ein flotter Dampfer, Yvonne. Wie wär's denn wieder mal mit einer kleinen Kreuzfahrt? Mops. Das ist doch passé, ja? Wir könnten vielleicht auf den Montmartre und uns fotografieren lassen. Für sowas habe ich keine Zeit mehr. Aha. Du hast wohl Angst, dass mit den Schmusbildern nachher jemand bei uns abkocht, was? Was meinst du damit? Ich habe gehört, mit der Tete-a-Tete-Knipserei ist ein Bombengeschäft zu machen. Halt bloß die Klappe, Mops. Also bin ich auf der richtigen Fährte, Liebling, ne? In diese Quetsche kannst du nicht einsteigen. Das will ich auch nicht. Das wäre mir viel zu dreckig. Nur mein Herr möchte den Boss gerne sprechen. Den Boss? Mhm. Dass ich nicht lache. Lach erst, wenn du weißt, wer wir sind. Graf Joster? Sage dem Boss, wir erwarten ihn heute um 4 an der Place Pigalle zu einer kleinen Spazierfahrt. Ist denn eigentlich nie der Gedanke gekommen, sich mit einer ebenbürtigen Partnerin zu verbinden? Oh doch, schon des Öfteren. Eine Frau, die sehr wohl imstande wäre, sie glücklich zu machen. Die bereit ist, ihnen ihr Herz zu Füßen zu legen. Ich muss gestehen, diese Vorstellung hat etwas ungeheuer Bezauberndes für mich. Graf, ich bin sicher, Sie haben es schon sehr oft gehört, aber glauben Sie mir, noch nie hat es jemand aufrichtiger gestanden. Ich liebe Sie. Sie sehen mich nicht wenig verwirrt. Ich träume von Ihnen, seitdem ich weiß, dass es Sie gibt. Und nun sind Sie da, so nah bei mir. Es ist wie ein Wunder. Auch Wunder finden zuweilen eine natürliche Erklärung, Madame. Oh, zerstören Sie nicht diese herrliche Verzauberung, Graf. Fühlen Sie sich denn nicht auch davon angerührt? Offen gestanden, ja. Der Gedanke an eine Verbindung mit mir ist Ihnen also nicht unangenehm? Keineswegs. Im Gegenteil. Lassen Sie anhalten, Graf. Ich möchte mit Ihnen allein sein.
Ich habe ein paar Politiker in der Hand, ein paar Militärs und Finanziers. Aber das ist erst der Anfang. Ich will die Börse beeinflussen, Minister stürzen, internationale Politik machen. Ein hohes Ziel. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich hasse es, arm und bedeutungslos zu sein. Ich will mir die Welt zu Füßen legen. Und Sie, Graf, werden mir dabei helfen. Überschätzen Sie mich nicht ein wenig, Madame? Verstehen Sie mich, Graf, uns beiden wird es gelingen. Ich biete Ihnen also nicht nur mein Herz an, sondern auch die Teilhaberschaft an meiner Macht. Eine originelle Idee, mich zum Teilhaber einer kriminellen Organisation zu machen. Ich weiß, dass Sie mir sehr gefährlich werden können. Und nur Sie. Ein Kompliment, das ich nur erwidern kann, Madame. Ihre Antwort also, Graf? Ja, da mich das alles ein bisschen aus der Kontenance bringt, darf ich um Bedenkzeit bitten. Eine hässliche Antwort. Ich wollte Sie nicht kränken, Madame. Na schön, Bedenkzeit. Aber bedenken Sie auch, dass es nicht ungefährlich ist, sich meinen Wünschen zu widersetzen. Wohin, Herr Graf? Ich habe einige Besuche zu machen. Zuerst zu Direktor Ferrand. An die Filialen in Rom, London und Brüssel. Arbeit ab sofort stoppen. Das gleiche gilt natürlich für sämtliche Filialen in Paris. Die Fotomodelle fliegen sofort in Erholung. Bis auf Yvonne, die brauche ich noch. Ab sofort kein Kontakt mehr mit der Zentrale. Außer John und Max will ich ja niemanden mehr sehen. Na, was soll denn der ganze Wirbel, Chefin? Ich leg den Karren um, dann hat sich die Sache. Habe ich dich um deine Meinung gefragt? Direktor Ferrand, bitte. Es ist sehr wichtig für ihn. Du bist mir überhaupt etwas vorlaut. Hören Sie gut zu, Ferrand. Ich sage es nur einmal. Ich weiß, dass Sie den Grafen Joster kennen. Ab sofort existiert er nicht mehr für Sie. Oder das Foto geht an die Presse. Ist das klar? Tut mir leid, aber der Herr Direktor ist nicht zu sprechen. Für mich schon, mein Kind. Wirklich nicht, Herr Graf. Der Herr Direktor ist beschäftigt. Sag mal, du hast wohl einen Vogel, Luise, ja? Nein, ich darf nicht. Der Herr Direktor hat's verboten. Aha. Komm, Johann, leben Sie wohl. Der Herr Präfekt bedauert, aber er ist leider von einer dringenden Sache in Anspruch genommen. Wie lange wird das denn dauern? Das lässt sich leider nicht absehen, Herr Graf. Unter Umständen sehr lange und ich weiß auch nicht, ob es später möglich ist. Ja, ja. Dankeschön. Der Staatssekretär ist leider in einer Sitzung, Herr Graf. Das hätte ich mir denken können. Ja, und dann ist die Fraktionsbesprechung, anschließend der Empfang. Schon gut. Wenn er sich nur nicht überarbeitet. Warte hier. Sehr wohl, Herr Graf. Ja, Mensch. Mein Schlüssel, bitte. Die Zimmernummer, bitte. Die weiß ich nicht. Aber Sie kennen mich doch. Bedauere. Ja, das ist Graf Joster. Bei uns ist kein Graf Joster abgestiegen. Hm. Ich habe noch nie von mir gehört. Sie haben mich nie gesehen. Na ja, wenn Sie vielleicht hier einen Skandal machen wollen. Beruhigen Sie sich. Ich gehe ja schon. Keine falsche Bewegung. Sonst gibt's den Grafen bald wirklich nicht mehr. Wo ist Johann? Er ist gut aufgehoben. Hören Sie, wenn ihm das Geringste zustößt. Ihr Gesicht gefällt mir nicht, Graf Krux.
Wie wär's mit einer kleinen Verschönerungskur, hä? Los, Fahrt! Kannst gehen, John. Ja, wieso denn, Chefin? Raus, kannst du nicht hören, du Ratte. Das Gesindel versteht nur eine Sprache. Ich glaube, er ist nur um Ihren Schutz besorgt, Madame. Ich kann mich selber schützen. Sie fürchten sich doch nicht etwa vor mir, Madame. Ich fürchte mich vor niemandem, Graf. Und ich schrecke auch vor nichts zurück. Das habe ich schon bemerkt. Nun, Sie haben Bedenkzeit gehabt. Wie haben Sie sich entschieden? Ich bitte tausendmal um Vergebung, Madame, aber ich bin immer noch hin und her gerissen zwischen Ihrem Charme und... Ich könnte Ihnen jetzt eine Maniküre verpassen lassen, dass Sie nie wieder schreiben können. Aber ich habe nun mal eine Schwäche für Sie. Die durchaus auf Gegenseitigkeit beruht. Stattdessen will ich Ihnen einen meiner kleinen Tricks vorführen, die mir meine Erpressungen ermöglichen. Da bin ich außerordentlich gespannt. Yvonne? Madame? Eine Gesichtsmassage dormire. Jawohl, Madame. Ist mir peinlich, Madame, dass Ihnen meine Gesichtshaut missfällt. Diese Falten hatte ich schon als Kind. So, jetzt rasch nach drüben. Sieh nach, ob ein Film drin ist. Jawohl, Madame. Ich erhöhe auf 200. Passe. Der blufft doch bloß. 500 und 100 dazu. Tausend. So viel Dussel kannst du doch gar nicht haben. Ich halte. Mehr nicht. Ihr sahnt doch sonst ganz schön ab, nicht? Flash. Jetzt zeig mal her. Full House. Ja, verdammt nochmal. Da stimmt doch was nicht. Ich hab ja kein falsches Ass im Ärmel. Willst du damit sagen, dass ich fusche, du Dreckskerl? Komm, komm, ich weiß schon die ganze Nacht, was hier gespielt wird. Was meint ihr, wenn ich eure Spritzen hätte? Du kannst die Kohlen ruhig liegen lassen, du Kartoffelkopf. Wäre schade, wenn einer ein Loch kriegt. Morgen. Na, endlich ein Frühstück. Na, was macht der Graf Koks? Madame will gleich zu ihm. Dann wird sie euch auch brauchen. Na, hoffentlich. Mich gestern Abend schon beinahe mit ihr in die Wolle gekriegt, weil sie mich den Schlot nicht hat umbringen lassen. Ist ja widerlich, dieses dämliche Getue. Das finde ich auch. Na, am Schluss damit. Hoch die Flossen! Komm, Yvonne. Das wird dir noch leid tun, du verdammte Schlampe! Lass das Mädchen in Ruhe, sonst möbliere ich dir die Fresse. Komm. Auf Wiedersehen. So, du musst dich jetzt verdrücken, Süße. Hier, nimm das. Ich glaube, das reicht fürs Erste. So, und nun sag mal, warum hast du das getan? Oh, das ist bloß weit. Du magst es sogar, wenn ich machst, du dir sag, ha? Also doch alte Brötchen aufwärmen, ja? Ein entzückendes Bild, Madame. Was könnte ich bedauern, dass ich in dieser Situation betäubt war? Oh, das lässt sich jederzeit ändern. Noch gilt mein Angebot. Nur schade, dass dieses Foto für eine Erpressung untauglich ist. Es sei denn, Sie fühlen sich durch mich kompromittiert. Oh, ich wäre es gern, Graf. Sie ahnen nicht, wie einsam ich mich unter diesen Menschen hier fühle. In der Tat ein etwas unschicklicher Umgang. Schluss jetzt. Ich will endlich wissen, woran ich bin. Sie hatten die ganze Nacht Zeit zu überlegen. Und Ihre Schönheit hat mich Ihren Vorschlag tatsächlich ernsthaft erwägen lassen. Darf ich Ihnen einen Gegenvorschlag machen? Der wäre? Sie geben Ihre Organisation auf und... Nun? Ich liefere sie nicht der Polizei aus. Schade.
Ich hätte Ihnen so gern ein unrühmliches Ende erspart. Nicht nötig, Madame. Ich mach das schon. Wenn Sie mich jetzt bitte aus dieser Unbequemlichkeit befreien wollten. Wünschen der Herr Graf ein Frühstück? Später, Johann. Wir haben unsere Bekanntschaft auf eine Spazierfahrt gemacht. Wie wäre es, Madame, wenn wir Sie jetzt, da wir wieder von vorne beginnen müssen, wiederholen würden? Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Dann darf ich bitten, Madame. Soll ich den Wagen holen? Noch nicht, Johann. Hier dürfte sich ja eine für dich besonders interessante Sammlung von Fotos befinden. Oh. Wenn ich bitten dürfte, Madame. Sehr gut, Max. Dann wird man mal die Nase polieren. Dann vergeht ihm das Schnüffeln. Ich bin neugierig, wie das weitergehen soll. Mein Vorschlag gilt immer noch, Madame. Geben Sie diese unappetitliche Sache doch auf. Niemals. Trotzdem möchte ich auf diese Lösung zusteuern. Ich gebe ganz offen zu, dass mich Ihre Anmut ein wenig verzaubert hat. Außerdem haben Sie mir gestern Abend das Leben gerettet, als mich dieser Rohling... Geben Sie sich keine Mühe, Graf, ich verzichte nicht. Es wird mich nicht viel Mühe kosten, Sie doch noch zu überzeugen, Madame. Polizei? Sie wollen also wirklich... Ich möchte, dass Sie angesichts dieses Gebäudes Ihren Entschluss noch einmal überlegen. Und zwar allein. Denke nicht daran. Wenn ich in diesem vorzüglichen Wagen einen bestimmten Mechanismus betätige, sind Türen und Fenster blockiert. Die Scheiben sind natürlich aus Panzerglas. Sehen Sie, es funktioniert. Ich würde Ihnen auch nicht raten, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Sie können mich doch nicht einfach hier sitzen lassen. Betrachten Sie es als kleine Revanche für die lange Nacht in Ihrem Kosmetikstuhl, Madame. Hinter Ihnen ist Sherry, Cognac und Portwein. Auch die Wasserpfeife steht zu Ihrer Verfügung. Lassen Sie mich hier raus, verdammt nochmal. Übrigens, Sie können sich auch des Telefons bedienen. Ob es allerdings ratsam wäre, in dieser Situation von Jana Preston Hilfe zu erbitten, möchte ich bezweifeln. Graf, ich appelliere an Ihre Gefühle für mich. Leben Sie wohl, Madame. Ich werde mich gelegentlich nach Ihren Entschlüssen erkundigen. Ah, Chefin. Was? So ein Mistkerl. Ja, ja, den haben wir gerade in der Mache. Natürlich. Den bringe ich zum Singen wie eine Nachtigall. Einen Moment mal. Wie geht denn euer Protzkasten auf, hä? Wenn die Türen blockiert sind? Die Quetschamsel sitzt im Käfig, ja? Die wird dich kurz begleich vergehen, mein Lieber. Max, mach mal eine Brennschere aus, ja? Also, da muss doch ein Knopf sein oder ein Hebel oder sonst was. Johnny, du wirst es kaum für möglich halten, ich hab's vergessen. Na schön. Dann wird das also eine komplette Verschönerungskur. Wollen wir mit dem Rasieren anfangen, ja? Da bin ich nämlich groß drin. Ich habe schon mal einen bis zum Nacken rasiert. Aber von vorn. Also, wo geht der Schlitten auf? Das ist im Augenblick uninteressant. Lassen Sie das Messer fallen. Tauschen Sie den Platz mit Johann. Komm, Johnny. Darf ich dich bitten, Platz zu nehmen? Auch für Sie wird sich ein ähnlich praktisches Möbelstück finden lassen. Darf ich bitten? Mein Herr. Gott sei Dank, Herr Graf. Ich muss sagen, von Kosmetik habe ich für den Rest meines Lebens die Nase voll. Wenn es sogar ausreicht, die erwähnten Fotos doch hier noch zu finden, dann soll es mir recht sein. Auch soll ich es nicht vielleicht lieber aus den beiden Scheichen rauskitzeln? Tu, was ich dir sage, Johann. Oh. Darf ich mich nach dem Stand Ihrer Überlegungen erkundigen, Madame? Zum Teufel, lösen Sie mich aus diesem Gefängnis! Ja. Ja, ja, alles, was Sie wollen, aber ich kann dieses Eingesperrtsein nicht länger ertragen.
Beeilen Sie sich, ich krieg sonst einen Nervenzusammenbruch. Ich glaube, ich hab's, Herr Graf. Ja, Madame, ich werde mich beeilen. Wollen Sie nicht inzwischen doch noch einen Cognac nehmen? Lass ja deine dreckigen Pfoten von dem Zeug. Sonst kriegst du einen vor deinen Wasserkopf, dass es plätschert. Halt's Maul! Es ist alles da. Scheckbuch, Bankauszüge, Adressen und Fotos. Fotos, Herr Graf. Und negativ. Oh, Junge. Schön, ja. Schön, schön. Gib das alles mir. Ist, na, Johann. Schade, ich dachte, dass... Und diese beiden Herren hier, übergibst du wegen Mordverdacht der Polizei? Dann holst du den Wagen beim Präsidium und wartest auf mich beim Café de la Paix. Sehr wohl, Herr Graf. Sag mal, wie war denn das mit dem Wasserkopf vorhin? Ne? Oh, das war ein Jux. Ich dreh dir den Hals zum Korkenzieher, dann ist das auch nur ein Jux, mein Junge. Du darfst mich nicht umbeugen. Der Herr Graf hat gesagt, du darfst mich nicht. Du hast schon recht. Umbeugen. Aber ich werde wenigstens dafür sorgen, dass die Polenta etwas zu lachen hat. Nee, lass es doch. Hör auf! Hör doch auf, du! Eigentlich haben Sie ja keinerlei Beweise, Graf. Hat Ihnen dieser Vorgeschmack von einer Gefängniszelle noch immer nicht genügt? Es liegt doch keine Anzeige vor. Was ich nach Durchsicht der prominenten Liste von Erpressten durchaus verstehen kann. Sie haben sich erlaubt? Ich habe mir erlaubt, Madame. Das Material wird eine gewisse Sicherheit sein für den Fall, dass Sie erneut in Versuchung kommen. Sie wollen es also nicht der Polizei übergeben? Nein, wissen Sie, da würde auch die Presse davon Wind bekommen. Ein Skandal ließe sich nicht vermeiden, das möchte ich meinen Freunden ersparen. Deshalb bin ich sicher, dass Sie den finanziellen Verlust in Kauf nehmen werden. Sie sind ein Ehrenmann, Graf. Sie werden deshalb die Freundlichkeit haben, diesen Scheck hier zu unterschreiben. Es ist genau die Summe Ihres Bankkontos, Madame. Sie wird einem Waisenhaus zur Verfügung gestellt. Das ist unmenschlich, Graf. Ich weiß, Sie fürchten nichts so sehr wie die Armut, Madame. Aber es gibt Ihnen die Chance, noch einmal von vorne anzufangen. Bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich freue mich über Ihre Einsicht, Madame. Und ich hoffe auch, Sie haben die Aussichtslosigkeit einer so undelikaten Unternehmung erkannt. Afferon. Das trifft sich aber gut. Es tut mir schrecklich leid, Graf, aber gestern Nachmittag... Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, lieber Freund. Madame Odelie, darf ich Ihnen Direktor Ferron vorstellen, dessen Ernennung zum Generaldirektor nun nichts mehr im Wege steht. Ich weiß gar nicht, Graf, wie ich Ihnen danken soll. Vielleicht, indem Sie Madame Odalie eine Stellung in den Montbert-Werken verschaffen. Sie ist gerade auf der Suche nach etwas Passport. Sie sind wirklich ein Edelmann, Graf. Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Ich arbeite nämlich gerade an einem neuen und sehr aussichtsreichen Roman. Monsieur, Madame. Wohin, Herr Graf? Nach Hause. Nach Paris. Na, endlich! Ja. Paris. Ich habe schon bei der Bank National gedacht, Mensch, das ist wieder mal klasse.
Keine Toten, nur dem Nachtwächter eins über den Schädel? Der ist übrigens schon wieder aus dem Krankenhaus. 140.000 Eier. Das ist ein großes Ding, was? Na, und dann der Tresor von diesem Millionär, während der nebenan eine Fete feiert? Das soll der Bande mal einer nachmachen. Am besten finde ich das Ding mit den Wettgeldern. Alles abgesperrt, unten alles zu. 40 Polypen. Und die Jungs oben rüber übers Dach und auch wieder raus. Es wurden über 80.000 Francs gestohlen. 83.179, Herr Graf. Als ich das gelesen habe, wusste ich, die Jungs sehen wir uns an. Wir haben übrigens lange schon nichts über Einbrüche geschrieben. Wie bitte? Ich meine, der Herr Graf haben in keinem seiner zuletzt erschienenen Werke geruht, der Kunst des Einbruchsdiebstahls seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ich geruhe auch jetzt nicht, lieber Johann. Und warum fahren wir dann nach Paris? Hast du keine Ahnung? Ah, diese beiden schreiben, ja? Siehst du, das eine ist von einem Abwehroffizier namens Jonathan. Und das andere? Und gleichzeitig bittet mich Major Gorski um meinen Besuch. Merkwürdiger Zufall, nicht wahr? Gorski? Gorski? Ist das nicht der Militärattaché? Den man als Persona Donna Grazia in London vor die Tür gesetzt hat? Das lateinische Wort ist weniger krass, aber in seiner Bedeutung ist es deinem Ausdruck adäquat. Und woher kennen wir Jonasson? Ich hatte in New York nicht geglaubt, dass wir uns hier so bald wiedersehen würden, Graf. Aber ich wusste, dass wir im Ernstfall mit Ihnen rechnen können. Ja, das muss schon sehr ernst sein, wenn die höchstgeheime Abwehr einen Laien zu sich bittet. Laie ist gut. Aber ich brauche Sie wirklich als verdammten Zivilisten, Graf. Ja, da möchte ich vorausschicken, Colonel, dass ich grundsätzlich kein Freund Ihres Metiers bin. Oh, ist das Aufregendste der Welt. Ich suche nicht die Aufregung, Colonel. Ich analysiere das Verbrechen. Wo immer ich es finde. Dann hören Sie zu. Wir haben einen neuen Raketentreibstoff gefunden. Um ein Vielfaches kräftiger als alles bisher Bekannte. Wissen Sie, was das heißt? Kontrolle des Weltraums. Und was Sie mehr interessieren wird, vollkommene militärische Kontrolle der Erde. Man hat eine Probe des Zeugs aus unserem hiesigen Labor gestohlen. Und analysiert? Dazu braucht man große Laboratorien. Nein, nein, Sie müssen den Stoff erst in Ihr Land schaffen. Und das dürfte noch nicht passiert sein. Die Probe ist hier. In Paris. Und wir haben einen der Diebe. Es ist Ihr bester Mann. Alexander Naschew. Ich sagte, der Beste. Jessica Schilarow. Was? Die sagenhafte Jessica? Sie hat ganzen Rudeln unserer Wissenschaftler den Kopf verdreht, bis sie wusste, wo wir den Treibstoff entwickeln. Dann hat sie sich eine Probe geholt. Na, das klingt sehr einfach. Sie müssen einen Schneidbrenner haben, gegen den alle bisherigen Feuerzeuge sind. Jessica war also nicht allein? Nein. Wir kamen 160 Sekunden nach Einsetzen der Alarmanlage an, konnten sie gerade noch an der Flucht hindern. Aber den anderen haben wir nicht mehr erwischt. Den mit dem Treibstoff. Sie haben Jessica? Das gibt's doch nicht. Doch. Und sie dürfte einiges wert sein. Ich will sie eintauschen. Gegen den Treibstoff. Sie glauben, dass man darauf eingeht? Bin davon überzeugt. Könnten Sie mir dann sagen, welche Rolle Sie mir in dieser heiklen Angelegenheit zugedacht haben? Sie sollen über den Austausch verhandeln. Ich sagte Ihnen doch schon, dass mir Ihr Metier zuwider ist. Vielleicht gibt sich das, wenn Sie meine Kollegin Jessica kennenlernen. Na, Madame? Oh, Verzeihung. Ich habe Ihr Kommen gar nicht bemerkt. Ich war in den Anblick der Schwalben versunken. Wie Pfeile fliegen sie durch die Luft. Man denkt, sie zerschmettern an der Kerkermauer. Doch dann wenden sie schnell. Vielleicht sind sie ein Symbol meiner Existenz. Glauben Sie nicht auch, Graf Josta? Sie kennen mich, Madame. Ich hatte das Vergnügen. Das ausgesprochene Vergnügen. Ich kann mich nicht erinnern, Madame. Damals hatte ich einen anderen Namen und sah auch etwas anders aus. Trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Sie nicht wiedererkenne, wenn ich Sie einmal gekannt hätte. Gleich unter welcher Maske? Ich maskiere mich nicht. Ich verwandle mich, Graf. Weiter nichts. Sie hätten Schauspielerin werden sollen, Madame. Ich spiele sehr gern, wenn es schwierig ist und gefährlich. Ja, um Ihr Leben. Glauben Sie, dass man den Treibstoff wieder rausrückt, wenn ich Sie freigebe? Ja, das wäre möglich. Wenn der berühmte Graf Josta die Verhandlungen führt über diesen ungleichen Tausch, sind die Aussichten sehr günstig. Nicht wahr? Das ist Ihre Mission. Der hat abgelehnt. Er hat seine Meinung geändert. Sie sind eine gute Menschenkennerin, Madame.
Sagen wir, ich bin eine Kennerin. Ich hoffe, Graf, wir sehen uns wieder. Vielleicht an einem hübschen Ort. Es wird mir ein Vergnügen sein. Ich verspreche es Ihnen. Übermorgen geht eine Kuriermaschine. Man wird die Probe im Diplomatengepäck hinausbringen und analysieren lassen. Und damit haben wir verspielt. Jessica allerdings auch. Aber Sie haben mir ja versprochen. Warum bittet man in diesem für seine Diplomatie so berühmten Land eigentlich mich um diesen Dienst? Wir brauchen jemanden Neutralen. Zudem sind wir selbst nur Gäste in Frankreich. Wir müssen jedes Aufsehen vermeiden. Ich verstehe. Im Übrigen würde er den Franzosen gegenüber nie zugeben, dass er das Zeug hat. Wer eigentlich? Gorski, der Militärattaché. Ach, das trifft sich gut. Wieso? Ist ein alter Bekannter von mir. Ich wollte ihn gerade aussuchen. Na, sehen Sie. Ich wusste doch, dass Sie der richtige Mann sind. Ich wäre da nicht so sicher, Kölner. Diese Leute sind Freunde von dir, Johann. Ja, mit dem Jacques habe ich immerhin eine ganze Zeit zusammen gewohnt. War gar nicht so dumm, der Jacques. Immer Küchendienst und so. Von oben musst du einsteigen, hat er immer gesagt. Sich raufarbeiten nützt gar nichts, nur von oben geht's. Na, und als ich jetzt gelesen habe, wie die übers Dach in die Spielbank, da ging mir gleich ein Licht auf. Ich habe soeben von Leuten gehört, gegen die deine Freunde kaum konkurrenzfähig sein dürften. Na, das sehe ich mir an. Wenn du dazu kommst. Die besagten Herrschaften pflegen sich nämlich immer nur 160 Sekunden am Einsatzort aufzuhalten. Ja, wenn sie einer alten Frau die Rente klauen. Nein, wenn sie in einem Forschungslabor den Tresor ausräumen, Johann. Schreiben wir jetzt eigentlich Märchen, Herr Graf? Sie arbeiten mit einem Schneidbrenner, gegen den die bekannten Modelle Feuerzeuge sind, um mit Colonel Jonathan zu sprechen. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage. Tja, dann schon. Mensch, das wäre ein Ding für einen Poldl. Mit sowas knackt er die Bank von England. Das wäre weniger in meinem Interesse. Ich habe nämlich Konten dort. Aber im Prinzip bist du auf der richtigen Spur. Wieso? Oh, ich vergaß dir zu sagen, dass ich zur Botschaft muss. Ach, Sie meinen, die Jungs sollten in der Botschaft? Das ist es, was uns interessiert. Ich meine gar nichts, Johann. Monsieur Gorski erwartet. Graf Jörster. Major. Danke. Sie baten um einen Besuch? Nicht eigentlich, Graf. Eine Dame bat mich in Ihrem Namen, um Ihre Hilfe zu bitten. Ich glaube, ich hatte schon das Vergnügen, die Dame zu sprechen. Sie arbeiten schneller, als ich dachte, Graf. Ich komme gerade von Jonasson, der die gleichen Probleme hat wie Sie und hofft, dass durch einen Austausch der Werte eine Lösung zu finden sei. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Morgen geht eine Kuriermaschine in meine Heimat. Entweder fliegt Jessica mit ihr oder... Die Flasche mit dem Treibstoff, ich verstehe. Ich erwarte Colonel Jonathan am Flugplatz. Ich werde auch dort sein. Und sei es nur, um Madame Jessica zu verabschieden. Sie wird sich freuen. All mein Heil hab ich von dir bekommen. All mein Heil, das such ich nur bei dir. O mein Heil, hab ich von dir bekommen. O mein Heil, such ich nur bei dir. Denn die Sünd hast du von mir genommen. Denn die Sünd. Guten Tag, mein Herr. Darf ich Ihnen vielleicht... Das darf doch nicht wahr sein. Mensch, Johnny, alter Knast, lass dich umarmen. Meine Herrschaften, ich bin ein großer Bewunderer Ihres hohen Ziels und des Fleißes, mit dem Sie es verfolgen. Nein, wirklich. Die Verkleidung ist klasse. Heilsarmee, Schwester, ehrbarer geht's nicht. Darf ich Sie zu einer kleinen Stärkung einladen? Kommt, Jungs, das wird gefeiert. Ihr auch. Das ist ein Wort. Irgendetwas an der Sache ist faul. Also ich würde doch den Treibstoff nicht für 10 Jessicas rausgeben. Und wenn er ihn hergibt, dann muss sie verdammt viel wissen. Naja, wird schon noch erfahren. Und wie? Ich denke, die Dame fliegt morgen nach Hause. Sie müssen mir schon glauben, dass ich mein Handwerk verstehe, Graf. Ich fürchte, Sie verstehen es zu gut, Colonel. Ich lege Wert darauf, dass die Angelegenheiten, mit denen ich zu tun habe, sauber abgewickelt werden. Ich lege sehr großen Wert darauf, Colonel. Sie können ja mit zum Flugplatz kommen.
Das werde ich tun. Trinken wir auf euer Wiedersehen. Prost, Freunde. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. So ein paar Jahre Knast verbinden. Sag mal, stimmt es, dass du mit diesem Marquis zusammenarbeitest? Diesem, wie heißt er doch gleich? Jurik? Nein, Josta. Und er ist nicht Marquis, sondern Graf. Ach so. Ja. Yvonne hat mir davon erzählt. Und noch mehr gezwitschert. Wieso? Das heißt, du schreibst die Dinge und er poliert sie nur wegen dem Französisch. Hm? Wir schreiben Deutsch. Ist ja auch wurscht. Aber stimmt es, dass du alles zusammenspinnst? Der Graf und ich haben unsere besondere Arbeitsmethode. Ich möchte mich dazu jetzt nicht detailliert äußern. Oh, eine schöne Spreche, die du da hast. War also nicht umsonst ein Posten an der Anstaltsbibliothek. Ja, ohne eine gewisse Bildung kommt man heutzutage nicht aus, besonders auf literarischem Gebiet. Und der Rolls-Royce gehört dir? Ja, ich fahre ihn immer. Donnerwetter. Dich wollte ich schon immer fragen, wie habt ihr diese Dinger gedreht, so eins nach dem anderen? Wirklich klasse. Danke. Ja, es ist bei uns so. Wir Theoretiker sehen uns immer wieder nach der Praxis zurück. Wenn du mal wieder einsteigen willst? Nein, im Moment nicht. Vorerst möchte ich euch nur einen Tipp geben. Der schwache Punkt eurer Methode ist nämlich Poldels Arbeitszeit. Wenn ich mich recht erinnere, brauchtest du beim letzten Mal 46 Minuten. Das war beim vorletzten Mal. Jetzt schaffe ich es in 42 und komme noch weiter runter. In 160 Sekunden. Was? Es gibt Leute, die brauchen nur 160 Sekunden. Für einen Pappkarton? Nein, für einen Panzerschrank. Willst du mich hochnehmen? Es gibt einen neuen Schneidbrenner, gegen den die alten, herkömmlichen Modelle wie Feuerzeuge sind. Ohne ein solches Gerät seid ihr auf die Dauer nicht konkurrenzfähig. Und du hast so ein Ding. Ich könnte es vielleicht beschaffen. Also jedes Mal hängst du mit 10% drin und mit 20, wenn das Ding wirklich so gut ist. Ihr verkennt meine Absicht. Dem Dichter geht es einzig darum, etwas Vollkommenes zu schaffen. Ihr hört entweder von mir oder vom Grafen Jost. Ich glaube, ich könnte die Jungs dazu kriegen, das Ding mit der Botschaft zu drehen. Ich meine, wenn ich ihnen den Knacker besorgen würde. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Johann. Sie sagten doch, dass Jacques mit seinen Mitarbeitern für Sie etwas aus der Botschaft holen sollte, ja? Was? Johann, ich sollte so etwas gesagt haben? Ach ja, ja. Ich erinnere mich, ich sprach von einem Schneidbrenner von unerhörter Effektivität, der nach Colonel Jonathans Meinung sich im Keller der Botschaft befindet. Ach so, ich dachte, wir sollten mit dem Knacker rein in die Botschaft. Nun, ein Husarenstück wäre es schon, wenn jemand den Schneidbrenner im Keller der Botschaft stehlen würde und mit dem eben unten gestohlenen Werkzeug in den oberen Räumen einen Tresor aufbrechen würde. Aber solche Späße gibt es ja nur in der dichterischen Fantasie. Die Realität, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Ich meine, man könnte der Realität ja auch auf die Sprünge helfen. Ich meine, es muss einem ja nur gesagt werden. Nein, es wäre doch besser, wenn derlei Dinge nicht vorkommen. Och, schade. In dem bewussten Tresor befindet sich übrigens ein Bleifläschchen. Und es wäre unausdenkbar, wenn es in die Hände von Ganoven fiele. Es ist übrigens 20 Zentimeter hoch, dieses Bleifläschchen. So sieht es aus. Ach ja. Okay, Boss. Ich meine, pardon, sehr wohl, Herr Graf. Würdest du mich hier aussteigen lassen? Soll ich hier warten? Ich glaube, du hast zu tun. Wen bewachen denn die Gorillas da drüben? Eine sehr wertvolle Dame. Oh, Graf Josta. Ich danke Ihnen vielmals für diesen Logiewechsel. Das war doch selbstverständlich. Ich bin umso mehr erfreut darüber, als es mir ein Zeichen zu sein scheint für den Erfolg Ihrer diplomatischen Bemühungen. Hat Ihnen Colonel Jonathan nichts darüber berichtet? Jonathan? Von ihm erfahre ich kein Wort. Er ist sehr barsch zu mir. Dann darf ich Ihnen sagen, dass meine Verhandlungen mit Ihrem Militärattaché sehr leicht waren. Zu leicht. Entweder schätzt er sie so sehr, dass sein objektives Denken aussetzt, oder... Er kann mich nicht ausstehen. Also? Sie wissen es. Er hat einen Trick im Ärmel. Für den Sie bezahlen müssen,
wenn Jonathan ihn durchschaut. Eine Frage. Sie halten Jonathan für fair, Graf? Wenn ich ehrlich bin, nein. Darauf setze ich meine Hoffnung. Ich verstehe. Sie meinen, dass zwei Betrüger einen ehrlichen Handel ergeben. Habe ich recht? Ich meine, dass ich es nicht gewohnt bin, das Spiel aus der Hand zu geben, wenn ich schon einmal die Karten gemischt habe. Jonathan weiß das. Was ich noch fragen wollte. Wie soll man Gorski behandeln? Vielleicht muss man ihn darauf aufmerksam machen, dass ich viele Freunde habe. Sehr einflussreiche Freunde, die bestimmt nach dem Preis fragen würden, den er für den Treibstoff bezahlte. Das werde ich tun. Außerdem ist noch ein Joker im Spiel, mit dem weder Jonathan noch Gorski rechnen. Ich weiß. Sie, Graf Josta? Sie irren. Er heißt Johann. Und da wir gerade bei Namen sind, wollen Sie mir nicht sagen, unter welchem Namen ich Sie gekannt habe? Sie wissen noch nicht, wer ich bin und tun so viel für mich. Ich will Ihnen helfen. Ich war noch sehr jung damals. Am Flughafen sage ich's dir. Danke. Die Sache mit der Botschaft stinkt mir sowieso. Wenn wir eine Knacke haben, zischen wir ab. Ich verstehe dich nicht. Wenn ich als Kind ein neues Spielzeug hatte, wollte ich es immer gleich ausprobieren, sonst war der Spaß weg. Was sagst du, Poddel? Was ist denn drin im Schrank? Ein kleines Fläschchen, etwa 20 Zentimeter hoch. Platin? Nein, Blei. Für euch völlig wertlos. Ach, und für dich? Nun mach mal einen Punkt. Nur wenn Bargeld rausspringt. Ich kann jetzt nicht. Also hör mal. Da musst du wohl erst deinen Grafen fragen. 100.000 kannst du haben. Da frage ich niemanden. Wann? Sobald ich das Fläschchen habe. Okay. Nun gut, es freut mich, dass Colonel Jonathan so vernünftig ist. Und ich bin glücklich, Jessica wiederzuhaben. Das kann ich verstehen. Zu den Einzelheiten. Um 20.45 Uhr geht unsere Kuriermaschine. Falls Colonel Jonathan sich militant zu gebärden beabsichtigt, es werden einige Männer dort sein, die auf mich Acht zu geben gelernt haben. Davon bin ich überzeugt. Ja, da hätte ich noch eine kleine Bitte. Ich hatte einige Auslagen. Sie verstehen? Ich verstehe. Was ist Ihr Honorar? Nein, ich sagte Ihnen doch schon, es handelt sich nicht um ein Honorar, sondern um die Vergütung von Auslagen. Wenn ich Sie im Moment bitten dürfte, vielleicht die Summe hier zu hinterlegen, mein Diener würde sie dann morgen früh abholen. Sie können das Geld sofort... Nein, es genügt, wenn sie hier liegt. Welche Summe nannten Sie noch? Ja. 100.000 Dollar werden reichen. Es wird Ärger geben, Herr Graf. Wieso? Als ich den Jungs sagte, dass es sich um eine Botschaft handelt, haben sie 100.000 in bar verlangt und ich habe ihnen das Ehrenwort des Herrn Grafen gegeben, dass sie den Zaster bekommen. Das Geld liegt bereits im Tresor. 100.000 Francs? 100.000 Dollar. Glauben Sie, wir brauchen ihn? Ja, ganz bestimmt sogar. Thank you.
haben. Ich hoffe, sie sagt Ihnen, dass ihr nichts geschehen ist. Das hat mir Graf Joster schon garantiert. Graf, ich möchte Ihnen übrigens nochmals danken. Alles zu seiner Zeit. Meine ich auch. Also, da ist Jessica. Und hier ist der Preis. Was ist mit Jessica, Jonathan? Sie wird uns Gesellschaft leisten, bis wir den Inhalt des Fläschchens untersucht haben. Es sieht dem Gestohlenen zwar sehr ähnlich, aber woher soll ich wissen, ob dasselbe drin ist? Mit Ihnen rede ich nicht. Aber dass Sie auch ein Lump sind, das ist mir neu. Sie sind schon zum zweiten Male voreilig, Major. Ach. Ich erfahre soeben durch meine Diener von einem Verbrechen, das ich zutiefst verurteile. Eine Diebesbande, die in letzter Zeit von sich reden macht, hat die Frechheit gehabt, in ihre Botschaft einzubrechen, Major. Sie soll 100.000 Dollar erbeutet haben. Mein Diener, der zufällig von diesem Einbruch erfuhr, hat versucht, die Gangster zu verfolgen, hat ihnen aber die Beute nicht mehr abnehmen können. Allerdings einige Gegenstände, die die Bande für wertlos hielt und wegwarf, konnte er sicherstellen. Darunter diese Flasche. Nein, Sie brauchen den Inhalt nicht zu untersuchen, Kölner. Ich würde Ihnen diese Flasche ja zu gerne geben, dass sie zweifellos Ihnen gehört. Vielleicht haben Sie jetzt die Liebenswürdigkeit und bringen Madame Jessica ins Flugzeug. Sind Sie wahnsinnig? Geben Sie sofort die Flasche her. Was sagen Sie zu meinem Vorschlag? Ich finde ihn fair. Also? Sie sind ein Idiot, Joster. Ein alter Idiot mit veralteten Ehrbegriffen. Sie haben vergessen, sich bei mir zu bedanken, Kölner. Das Flugzeug wartet nur noch auf Madame Jessica. Oder auf den Treibstoff. Gut, Sie haben gewonnen. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, Kölner, dass ich Ihr Metier nicht liebe. Wenn ich mich trotzdem darauf einlasse, so müssen Sie mir schon gestatten, dass ich es auf meine Weise tue. Haben Sie mal früher was mit ihr gehabt? Wie bitte? Pardon, ich wollte fragen, ob Sie die Jessica früher mal gut gekannt haben. Ich habe einmal ein Mädchen gekannt. Namens Milena. Ein argloses Ding ist lange her. Nach Hause, Johann. Ich möchte alte Briefe lesen. Diese Vermutung stammt. Der Brief mit der Morgenpost. Aber Johann. Also was diese kleine Luise ist, ja? Das Stubenmädchen von Direktor Ferrand. Nun,
Wenn die einen Brief an uns einwirft, dann macht sie manchmal einen kleinen schwarzen Punkt unter den Absender. Da muss man doch ein Auge drauf werfen. Und was bedeutet der Punkt? Herr Graf, man ist ja schließlich Kavalier. Ich bitte Sie. Du musst mir schon erlauben, mich nach dunklen Punkten zu erkundigen. Ich glaube, Sie spielen in meiner neuen Geschichte eine große Rolle. Erpressungen? Leider. Und zwar mit gewissen Fotografien. Offenbar eine glänzend getarnte Organisation, wenn du vielleicht irgendwelche Beziehungen hast zu dieser. Bitte nicht, Herr Graf, ich kann Schröpfköpfe auf den Tod nicht ausstehen. Auch nicht, wenn Sie für Ihre Zwecke das zarte Geschlecht bemühen? Oh la la, also Fotos von verheirateten Schäfern beim Lämmchenhüten, ja? Eine hübsche und gut dressierte Lämmerherde, deren Hirten ich gerne kennenlernen würde. Ja, wenn das so ist, dann würde ich sagen, dann gute Nacht, Luise. Da ich gerade Ihren Herrn treffe, soll ich nicht einen Gruß von dir bestellen lassen? Glauben Sie mir, lieber Graf, ich habe keine Ahnung, wann und wo dieses infame Bild aufgenommen worden ist. Und diese Dame? Kommt mir zwar bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Sind Sie sicher, Ferron, dass Ihnen nie eine so delikate Situation unterlaufen ist? Man vergisst sowas. Ich bin mir vollkommen sicher. Ich liebe doch meine Frau. Und ich schwöre Ihnen, ich würde ja, niemals... Ich hätte Ihnen auch so geglaubt, Ferron. Dieser Typ war nie Ihr Geschmack. Warum wenden Sie sich nicht an die Polizei? Aber ich bitte Sie, ich stehe vor meiner Ernennung zum Generaldirektor, Graf. Ein Skandal würde mich ruinieren. Deshalb haben Sie mir stillschweigend bezahlt. Nun ja, die Summe war akzeptabel. Nur leider, lieber Graf, bald werden Sie mehr verlangen. Ja, äußern Sie sich unbesorgt, lieber Freund. Ich habe erfahren, dass man mehr als Geld von mir erwartet. Gewisse Entscheidungen bei den Montbert-Werken. Ein ganz neuer Aspekt. Werden Sie mir helfen? Die Sache fängt an, mich zu interessieren. Sag bloß, du bist per Zufall hier reingekommen, Mops. Nein, die Sore-Oma hat mir den Tipp gegeben. Mit der habe ich nichts mehr zu schaffen. Was willst du denn hier? Bloß mal hören, wie du wieder Mops zu mir sagst. Oh. Alte Brötchen aufwärmen? Du bist ein flotter Dampfer, Yvonne. Wie wär's denn wieder mal mit einer kleinen Kreuzfahrt? Mops. Das ist doch passé, ja? Wir könnten vielleicht auf den Montmartre und uns fotografieren lassen. Für sowas habe ich keine Zeit mehr. Aha. Du hast wohl Angst, dass mit den Schmusbildern nachher jemand bei uns abkocht, was? Was meinst du damit? Ich habe gehört, mit der Tete-a-Tete-Knipserei ist ein Bombengeschäft zu machen. Halt bloß die Klappe, Mops. Also bin ich auf der richtigen Fährte, Liebling, ne? In diese Quetsche kannst du nicht einsteigen. Das will ich auch nicht. Das wäre mir viel zu dreckig. Nur mein Herr möchte den Boss gerne sprechen. Dem Boss? Mhm. Dass ich nicht lache. Lach erst, wenn du weißt, wer wir sind. Graf Joster? Sage dem Boss, wir erwarten ihn heute um 4 an der Place Pigalle zu einer kleinen Spazierfahrt. Ist denn eigentlich nie der Gedanke gekommen, sich mit einer ebenbürtigen Partnerin zu verbinden? Oh doch, schon des Öfteren. Eine Frau, die sehr wohl imstande wäre, sie glücklich zu machen. Die bereit ist, ihnen ihr Herz zu Füßen zu legen. Ich muss gestehen, diese Vorstellung hat etwas ungeheuer Bezauberndes für mich. Graf, ich bin sicher, Sie haben es schon sehr oft gehört, aber glauben Sie mir, noch nie hat es jemand aufrichtiger gestanden. Ich liebe Sie. Sie sehen mich nicht wenig verwirrt. Ich träume von Ihnen, seitdem ich weiß, dass es Sie gibt. Und nun sind Sie da, so nah bei mir. Es ist wie ein Wunder. Auch Wunder finden zuweilen eine natürliche Erklärung, Madame. Oh, zerstören Sie nicht diese herrliche Verzauberung, Graf. Fühlen Sie sich denn nicht auch davon angerührt? Offen gestanden, ja. Der Gedanke an eine Verbindung mit mir ist Ihnen also nicht unangenehm? Keineswegs. Im Gegenteil. Lassen Sie anhalten, Graf. Ich möchte mit Ihnen allein sein. Thank you.
Ich habe ein paar Politiker in der Hand, ein paar Militärs und Finanziers. Aber das ist erst der Anfang. Ich will die Börse beeinflussen, Minister stürzen, internationale Politik machen. Ein hohes Ziel. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich hasse es, arm und bedeutungslos zu sein. Ich will mir die Welt zu Füßen legen. Und Sie, Graf, werden mir dabei helfen. Überschätzen Sie mich nicht ein wenig, Madame. Verstehen Sie mich, Graf, uns beiden wird es gelingen. Ich biete Ihnen also nicht nur mein Herz an, sondern auch die Teilhaberschaft an meiner Macht. Eine originelle Idee, mich zum Teilhaber einer kriminellen Organisation zu machen. Ich weiß, dass Sie mir sehr gefährlich werden können. Und nur Sie. Ein Kompliment, das ich nur erwidern kann, Madame. Ihre Antwort also, Graf? Ja, da mich das alles ein bisschen aus der Kontenance bringt, darf ich um Bedenkzeit bitten. Eine hässliche Antwort. Ich wollte Sie nicht kränken, Madame. Na schön, Bedenkzeit. Aber bedenken Sie auch, dass es nicht ungefährlich ist, sich meinen Wünschen zu widersetzen. Wohin, Herr Graf? Ich habe einige Besuche zu machen. Zuerst zu Direktor Ferrand. An die Filialen in Rom, London und Brüssel. Arbeit ab sofort stoppen. Das gleiche gilt natürlich für sämtliche Filialen in Paris. Die Fotomodelle fliegen sofort in Erholung. Bis auf Yvonne, die brauche ich noch. Ab sofort kein Kontakt mehr mit der Zentrale. Außer John und Max will ich ja niemanden mehr sehen. Na, was soll denn der ganze Wirbel, Chefin? Ich leg den Karren um, dann hat sich die Sache. Habe ich dich um deine Meinung gefragt? Direktor Ferrand, bitte. Es ist sehr wichtig für ihn. Du bist mir überhaupt etwas vorlaut. Hören Sie gut zu, Ferrand. Ich sage es nur einmal. Ich weiß, dass Sie den Grafen Josta kennen. Ab sofort existiert er nicht mehr für Sie. Oder das Foto geht an die Presse. Ist das klar? Tut mir leid, aber der Herr Direktor ist nicht zu sprechen. Für mich schon, mein Kind. Wirklich nicht, Herr Graf. Der Herr Direktor ist beschäftigt. Sag mal, du hast wohl einen Vogel, Luise, ja? Nein, ich darf nicht. Der Herr Direktor hat's verboten. Aha. Komm, Johann, leben Sie wohl. Der Herr Präfekt bedauert, aber er ist leider von einer dringenden Sache in Anspruch genommen. Wie lange wird das denn dauern? Das lässt sich leider nicht absehen, Herr Graf. Unter Umständen sehr lange und ich weiß auch nicht, ob es später möglich ist. Ja, ja. Dankeschön. Der Staatssekretär ist leider in einer Sitzung, Herr Graf. Das hätte ich mir denken können. Ja, und dann ist die Fraktionsbesprechung, anschließend der Empfang. Schon gut. Wenn er sich nur nicht überarbeitet. Warte hier. Sehr wohl, Herr Graf. Ja, Mensch. Mein Schlüssel, bitte. Die Zimmernummer, bitte. Die weiß ich nicht. Aber Sie kennen mich doch. Bedauere. Das ist Graf Josta. Bei uns ist kein Graf Josta abgestiegen. Sie haben noch nie von mir gehört. Sie haben mich nie gesehen. Na ja, wenn Sie vielleicht hier einen Skandal machen wollen. Beruhigen Sie sich. Ich gehe ja schon. Keine falsche Bewegung. Sonst gibt's den Grafen bald wirklich nicht mehr. Wo ist Johann? Er ist gut aufgehoben. Hören Sie, wenn ihm das Geringste zustößt. Ihr Gesicht gefällt mir nicht, Graf Koks.
Wie wär's mit einer kleinen Verschönerungskur, hä? Los, fahrt! Kannst gehen, John. Na, wieso denn, Chefin? Raus, kannst du nicht hören, du Ratte. Das Gesindel versteht nur eine Sprache. Ich glaube, er ist nur um Ihren Schutz besorgt, Madame. Ich kann mich selber schützen. Sie fürchten sich doch nicht etwa vor mir, Madame. Ich fürchte mich vor niemandem, Graf. Und ich schrecke auch vor nichts zurück. Das habe ich schon bemerkt. Nun, Sie haben Bedenkzeit gehabt, wir haben sich entschieden. Ich bitte tausendmal um Vergebung, Madame, aber ich bin immer noch hin und her gerissen zwischen Ihrem Charme und... Ich könnte Ihnen jetzt eine Maniküre verpassen lassen, dass Sie nie wieder schreiben können. Aber ich habe nun mal eine Schwäche für Sie. Die durchaus auf Gegenseitigkeit beruht. Stattdessen will ich Ihnen einen meiner kleinen Tricks vorführen, die mir meine Erpressungen ermöglichen. Da bin ich außerordentlich gespannt. Yvonne? Madame? Eine Gesichtsmassage dormire. Jawohl, Madame. Es ist mir peinlich, Madame, dass Ihnen meine Gesichtshaut missfällt, da diese... Diese Falten hatte ich schon als Kind. Und jetzt rasch nach drüben. Sieh nach, ob ein Film drin ist. Jawohl, Madame. Ich erhöhe. Auf 200. Passe. Der blufft doch bloß. 500 und 100 dazu. Tausend. So viel Dussel kannst du doch gar nicht haben. Ich halte. Mehr nicht. Ihr sahnt doch sonst ganz schön ab, nicht? Flasch. Jetzt zeig mal her. Full House. Ja, verdammt nochmal. Da stimmt doch was nicht. Ich hab ja kein falsches Ass im Ärmel. Willst du damit sagen, dass ich fusche, du Dreckskerl? Komm, komm, ich weiß schon die ganze Nacht, was hier gespielt wird. Was meint ihr, wenn ich eure Spritzen hätte? Du kannst die Kohlen ruhig liegen lassen, du Kartoffelkopf. Es wäre schade, wenn einer ein Loch kriegt. Morgen. Na, endlich ein Frühstück. Na, was macht der Graf Koks? Madame will gleich zu ihm. Dann wird sie euch auch brauchen. Na, hoffentlich. Mich gestern Abend schon beinahe mit ihr in die Wolle gekriegt, weil sie mich den Schlot nicht hat umbringen lassen. Ist ja widerlich, dieses dämliche Getue. Das finde ich auch. Na, am Schluss damit. Hoch die Flossen! Komm, Yvonne. Das wird dir noch leid tun, du verdammte Schlampe! Lass das Mädchen in Ruhe, sonst möbeliere ich dir die Fresse. Komm. Auf Wiedersehen. So, du musst dich jetzt verdrücken, Süße. Hier, nimm das. Ich glaube, das reicht fürs Erste. So, und nun sag mal, warum hast du das getan? Oh, das ist bloß weit. Du magst es so gern, wenn ich muss, zu dir sag, ha? Also doch alte Brötchen aufwärmen, ja? Ein entzückendes Bild, Madame. Fast könnte ich bedauern, dass ich in dieser Situation betäubt war. Oh, es lässt sich jederzeit ändern. Noch gilt mein Angebot. Nur schade, dass dieses Foto für eine Erpressung untauglich ist. Es sei denn, Sie fühlen sich durch mich kompromittiert. Oh, ich wäre es gern, Graf. Sie ahnen nicht, wie einsam ich mich unter diesen Menschen hier fühle. In der Tat ein etwas unschicklicher Umgang. Schluss jetzt. Ich will endlich wissen, woran ich bin. Sie hatten die ganze Nacht Zeit zu überlegen. Und Ihre Schönheit hat mich Ihren Vorschlag tatsächlich ernsthaft erwägen lassen. Darf ich Ihnen einen Gegenvorschlag machen? Der wäre? Sie geben Ihre Organisation auf und... Nun? Ich liefere sie nicht der Polizei aus. Schade. Ich
hätte Ihnen so gern ein unrühmliches Ende erspart. Nicht nötig, Madame. Ich mach das schon. Wenn Sie mich jetzt bitte aus dieser Unbequemlichkeit befreien wollten. Wünschen der Herr Graf ein Frühstück? Später, Johann. Wir haben unsere Bekanntschaft auf einer Spazierfahrt gemacht. Wie wäre es, Madame, wenn wir Sie jetzt, da wir wieder von vorne beginnen müssen, wiederholen würden? Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Dann darf ich bitten, Madame. Soll ich den Wagen holen? Noch nicht, Johann. Hier dürfte sicher eine für dich besonders interessante Sammlung von Fotos befinden. Wenn ich bitten dürfte, Madame. Sehr gut, Max. Wird man mal die Nase polieren. Dann vergeht ihm das Schnüffeln. Ich bin neugierig, wie das weitergehen soll. Mein Vorschlag gilt immer noch, Madame. Geben Sie diese unappetitliche Sache doch auf. Niemals. Trotzdem möchte ich auf diese Lösung zusteuern. Ich gebe ganz offen zu, dass mich Ihre Anmut ein wenig verzaubert hat. Außerdem haben Sie mir gestern Abend das Leben gerettet, als mich dieser Rohling... Geben Sie sich keine Mühe, Graf, ich verzichte nicht. Es wird mich nicht viel Mühe kosten, Sie doch noch zu überzeugen, Madame. Polizei? Sie wollen also wirklich... Ich möchte, dass Sie angesichts dieses Gebäudes Ihren Entschluss noch einmal überlegen. Und zwar allein. Denke nicht daran. Wenn ich in diesem vorzüglichen Wagen einen bestimmten Mechanismus betätige, sind Türen und Fenster blockiert. Die Scheiben sind natürlich aus Panzerglas. Sehen Sie, es funktioniert. Ich würde Ihnen auch nicht raten, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Sie können mich doch nicht einfach hier sitzen lassen. Betrachten Sie es als kleine Revanche für die lange Nacht in Ihrem Kosmetikstuhl, Madame. Hinter Ihnen ist Sherry, Cognac und Portwein. Auch die Wasserpfeife steht zu Ihrer Verfügung. Lassen Sie mich hier raus, verdammt nochmal. Übrigens, Sie können sich auch des Telefons bedienen. Ob es allerdings ratsam wäre, in dieser Situation von Ihren Erpressten Hilfe zu erbitten, möchte ich bezweifeln. Graf, ich appelliere an Ihre Gefühle für mich. Leben Sie wohl, Madame. Ich werde mich gelegentlich nach Ihren Entschlüssen erkundigen. Ah, Chefin. Was? So ein Mistkerl. Ja, ja, den haben wir gerade in der Mache. Natürlich. Den bringe ich zum Singen wie eine Nachtigall. Einen Moment mal. Wie geht denn euer Protzkasten auf, hm? Wenn die Türen blockiert sind?